Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich bin jetzt mal hier zu den vergrabenen Schätzen gefahren. Vergrabene Vorräte, meine ich. Zu den vergrabenen Vorräten, dann machen wir hier gleich schnell die Quest. So, er hier, der zappelt da vor sich ab, dann alles okay. Dann lass uns doch mal gucken. Bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, um die Vorräte zu finden. Hoffentlich nicht so lang. Wir haben ja hier einen tatkräftigen Bohrer, da geht es ja eigentlich relativ schnell. Hoffe ich zumindest. Ich meine, ist ja nur ein bisschen Lehm. Na komm ins. Mal gucken. Je nachdem, wie lange es dauert, vielleicht mal einen kleinen Schnitt. Vielleicht finden wir es gleich, vielleicht dauert es ein bisschen. Wenn es zu lange dauert, mal einen Schnitt. Ansonsten machen wir das hier schön zusammen. Bisschen Lehm abtragen, muss ja auch mal sein, ne? Ich hier wieder raus. Ich müsste hier mal raus, Entschuldigung. So, wie schaut's aus? Der Kreis verdichtet sich mehr nach hier. Okay. Dann gucken wir mal. So, muss eigentlich gleich hier auftauchen. Ne? Da unten ist ja schon Stein, da kann es eigentlich nicht sein. Oder ist hier schon Stein? Hier ist schon Stein, ne? Oh, oh, oh. Was ist das hier? Ich hab schon gedacht, hier ist es. Oh nein. Ist hier schon die Grenze? Nee. Na komm. Ich kann nochmal nach oben gehen und gucken, ob wir überhaupt richtig sind. Der Kreis schließt sich hier. Ist mehr hier, da, okay. Müssen wir ein bisschen in die Richtung gehen. Ach, da ist er schon, siehst du. Da ist er schon. So, nochmal durchladen. Lass nochmal gucken, vielleicht ein bisschen noch den Eingang etwas besser. So, was haben wir Schönes? Oh, noch ein Schubser. Jawohl. Aber den können wir noch nicht machen. Aber egal. Und hier. Zum Abend mit meinem Knüppel hier. Komm mal gar nicht lang rum. Für die EP. Ach, hier. Schnucki. Zack. Ah, zuckt mir die Nase. So, nehmen wir gleich noch ein bisschen Holz mit, wenn hier so gut Bäume stehen. Brauchen wir. Ist nämlich leer gegangen, unser Holz. Ist natürlich ungünstig. So. Zack. Zack. Sehr schön. Ach, ich hab mir jetzt die Nase eben verrückt. Wahnsinn. Unangenehm. Unangenehm. So, lass mich kurz. Ja, das war natürlich sehr schlau. So, die haben wir gemacht, die haben wir gemacht. Das ist alles Sarahs Schatz. 1,5. Sarahs Schatz, der ist im Schneebiom. Ach komm, wir fahren zum Schneebiom, zu Sarahs Schatz und danach fahren wir Sarahs Schatz, zack. Und danach fahren wir zu den anderen vergrabenen Vorräten. Ja, machen wir so. Machen wir so. Aber warte mal vorher. Wenn wir schon mal hier sind. Nehmen wir gleich noch ein wenig Wasser mit. Das brauchen wir so. Und dann auf geht's zu Sarahs Schatz. So, lass mal kurz was gucken. Ja, Digga. Alles gut. So, das, was wir jetzt machen, ist wahrscheinlich wieder höchst sinnbefreit. Aber ich könnte noch einfach mal hier unten lang fahren. Komm, wir fahren einfach mal hier lang. Entschuldigung. Dann kommen wir von unten ran. Auch egal, aber dann können wir hier ein bisschen die Karte aufdecken noch. Huch. Er hat das Ding dahingestellt, welcher Gestörte.
Ja, das wohl war. Ganz schön wässrig hier alles. Ganz schön viel Wasser. Hier steht ein Einkaufswagen mitten auf der Straße. Wahnsinn. So. Alter. Also manchmal macht er mich echt wahnsinnig, ne? Mit seiner Lenkerei. Wisst ihr, hier geht es zur gleichen Weg nach links ab. Sehr schön. So, hatten wir nicht eine Quest? Hirsche? Hatten wir nicht eine Quest mit Hirschen? Es gibt auf jeden Fall Fleisch. Gutes Fleisch. Aber wir hatten eine Quest mit Hirschen, glaube ich, ne? Fünf Hirsche musste man, glaube ich, töten, ne? Warte, ich guck gleich mal. Müsste ja eigentlich anzeigen. Ich werde zum Hirsch, genau. Sehr gut. Na, also hier fährst du überall Straßen lang. Natürlich. Schön im Schatten durch die Alleen. Sehr schön. Sehr, sehr nice. So, einmal. Alter. Das sind aber Straßen hier, ey. Alter, was sind das für Straßen hier, ey? Also, da hat der Straßenbauer aber ein bisschen gepennt, ha? Ah ja, die hört ja auch hier auf. Okay. Na denne, fahren wir doch ein bisschen querfeld ein. Aber das kriegen wir hin. Glück gehabt. Dann lass mal hier gucken. Komm, lass uns hier lang fahren. Aber wenn wir eigentlich schon hier unten sind, könnten wir eigentlich hier unten zu den vergrabenen Vorräten erst fahren. Wäre vielleicht auch eine Idee. Wenn wir schon mal hier sind, da sind es noch 700 Meter. Komm, dann lass uns dahin fahren. Dann lass uns zu den anderen vergrabenen Vorräten fahren. Zack. Und dann fahren wir ja fast schon direkt darauf zu. Und dann fahren wir nach oben. Sieht ein bisschen wie ein Händler aus da drüben, ne? Hup. Sorry, ich hab gehupt. Kein Mitleid mit. Hase! Dass man die Hasen nicht überfahren kann, ne? Hallo? Schrei mich nicht an. Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. So, machen wir heute wieder ein paar Quests. Heute machen wir mal Buddelrunden, das ist auch was Schönes, ne? Muss auch mal sein. Wieder auf der Straße bleiben können. Naja, egal. Wow. Ich habe übrigens vorhin nochmal in der Nacht ein bisschen unten unserer Mine gebuddelt. Ich bin auf Eisen und auf Nitrat gestoßen. Ich weiß nicht mehr, welches ich genommen habe. Working Stiff. Shop. So. Und hier sind die vergrabenen Vorräte. Dann lassen wir das Moped mal auf der Straße. Und dann fangen wir an zu buddeln. Dann gucken wir mal. So, bevor ich hier anfange, lass mal kurz gucken. Ich lasse gerade irgendwo Besuch kommt. Nein. Dann auf geht's. Dann wird heute gemütlich gebuddelt. Daheim habe ich auch schon fertig gemacht eine Klingenfalle und noch die Trittflächen. Sodass wir dann entweder ja mal gucken, wie es heute von der Zeit lang, entweder heute oder morgen dann die Klingenfallen noch an der Hortebase ansetzen. Und die Trittfallen. Damit wir die Darttraps aufbauen können, beziehungsweise dazu brauchen wir noch ein bisschen Beton, aber den habe ich auch ein bisschen was angesetzt. Dafür müsste es eigentlich lang. So, aber das schauen wir mal. Das ist definitiv noch mehr Beton ansetzen, weil jetzt muss ich vielleicht ein bisschen was kaufen beim Händler. Mal schauen. Die haben ja zwischendurch auch mal wegen Beton mischen. Was
ist halt schon sehr farmintensiv, Beton herzustellen, ne? Du brauchst ja dreifach Stein. Du brauchst einmal Stein für den Zement. Du brauchst einmal Stein für den Bruchsand an sich. Und dann brauchst du nochmal Stein für die Betonmischung. Das ist dreimal Stein. Ist schon echt... schon sehr intensiv. Sehr steinlastig. So, da ist er doch schon. So. Durchgeladen haben wir. Oh, die kriegen wir auf die AK drauf, oder? Badum, 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 badum. Alter, hat er mich erwischt. Hat sie mich erwischt, die Sau. Hat sie mich erwischt, habe ich gesagt. Hat er mich auch erwischt. Geht ja mal, Gurney. 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 Sag mal, erwischt mich hier jetzt hier, als bin ich auch noch infiziert. Ist doch nicht dein Ernst, ey. Ist doch nicht dein Ernst. Ein Glas brauchen wir nicht. Mal auf der K noch Platz nehmen, ne? Weil theoretisch bräuchten wir dich noch nicht, weil wir noch keine... Kriegen wir erst bei Tier 4, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich infiziert. Das ist ja mal massivst bescheuert jetzt. Oh. Ernsthaft. Ja, das war jetzt nicht, ey. Das war jetzt bescheuert, ey. Da kommen wir gerade her, Freundchen. Da kommen wir gerade her. So, nichtsdestotrotz wollten wir noch Sarahs Schatz haben. So, vielleicht finden wir irgendwo mal kurz einen Baumstamm. Ich weiß nicht, hier in dem Schneebiom gibt es auch Baumstämme, ne? Und vielleicht ein Honig. Hier, sagen wir, wenn man vom Teufel spricht. Komm, Honig, dann geht's schneller. Jawollo. Jawollo. Sehr geil. Nein, nicht Rezept benutzen. So. Alles gut. Sehr nice. Haben wir Glück gehabt. So, dann fahren wir hier ein bisschen in der Gegend rum. Boah, ist ja ekelhaftes Wetter. Ekelhaftes Wetter in diesem Schneebiom. Nicht schön. So, komm, wir gucken mal. Wir fahren dauernd vorbei. Komm, wir gucken mal ins Auto. Vielleicht liegt ein schöner Bohrer drin. Müssen wir auch gut hinsetzen. Oder auch nicht. Müssen mal gucken, können wir schon bessere Bohrer herstellen? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Also schon sehr unangenehm. Sag mal, wer stellt denn hier die Wägen auf die Straße? Schon ein sehr unangenehmes Wetter hier. Nicht schön. Nicht schön. So, dann gucken wir hier nochmal. Da ist schon wieder so ein Berglöwe. Oh. Das war nicht schlecht. So, da haben wir eine Baustelle. Siehst du? Ich wollte mich auf dem Rückweg auch noch an einer Baustelle vorbei und da ein bisschen Sand abbauen und vielleicht haben die noch Zement. Da können wir da vielleicht auch noch mal gucken. So, was haben wir hier? Repair Shop. Ja, das ist jetzt nicht so der Burner. Da ist ein Pawn Shop. Da ist vielleicht noch ein Passing Gas. Da könnten wir vielleicht noch mal kurz rein. Was ist denn jetzt? Hä, was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Habt ihr es gesehen? Hä? Hä, was ist denn hier los? Alter, was ist denn jetzt? Ich check's gerade nicht. Hilfe? Was ist denn jetzt hier? Ich muss mal ganz mal neu starten. Wartet mal kurz. Hä, mein ganzes Inventar ist weg. Meine ganzen Waffen sind weg.
Alles ist weg. Warum ist alles weg? Meine ganzen Waffen sind alle weg. Alles ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Ah, ich flipp gleich aus, ne? Also ich sage euch, wie es ist. Ich bin gerade völlig fertig, weil meine ganzen Waffen, alles ist weg. Alles. Komplett alles ist weg. Alles ist weg. Alle Waffen. Liegt hier vielleicht irgendein Rucksack oder irgendwas, aber... Mein Bohrer, meine... AK, meine Wrench, mein Messer. Boah, Alter, ich hab echt keinen Bock mehr, ey. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ey. Das ist doch jetzt nicht dein fucking Ernst. Es ist alles weg. Hier liegt auch kein Rucksack und nichts, ne? Ne, kann ja gar nicht. Wird's ja oben anzeigen. Das kann nicht sein, ey. Das kann nicht sein. Sieht auch nicht so aus, als ob sie einfach nur nicht da sind. Sie sind weg. Ist das alles weg? Alles komplett. Komplett alles weg. Kann man nicht mal verteidigen. Können wir einen Holzknüppel machen, ja. Geile Chance. Boah, ich könnte gerade. Vor allem mein Bohrer ist weg, die AK, alles. Mein Knüppel. Alter, ich flippe aus. Boah, ich. Alter. Ich könnte gerade fast wegen weinen, ne? Ich könnte gerade einfach nur weinen. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade wegen leise bin, aber ich bin gerade sowas von angepisst. Das kann ja nicht sein. Das ist die gleiche Stelle, wo wir am Anfang hatten, wo das Spiel dann abgestürzt ist, wo ich es dann über den Mod-Launcher habe laufen lassen. Deswegen waren wir jetzt kurz auf dem Fahrrad, weil da ist das Spiel nämlich auch abgestürzt. Aber dass dann einfach mein unten alles leer ist. Ich komm gerade echt nicht drauf klar, ne? Ich komm gerade echt nicht drauf klar. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung. Boah, ich bin gerade so. Das nervt mich gerade so tierisch. Das
ist alles. Der Base ist weg, die AK ist weg, der Bohrer vor allem. Ich meine, wir können, glaube ich, mittlerweile einen Bohrer machen, aber alle meine Waffen sind weg. Die Ranch. Ich hasse Bugs. Ich hasse sie. Vor allem, ich habe den Spielstand nirgendwo gesaved. Das heißt, ich könnte ja nicht mal mehr den Spielstand jetzt zurücksetzen. Weil ich den nicht hab. Buddel ich jetzt in die richtige Richtung oder in die falsche? Ich hab weder Axt noch Spitzhacke noch sonst irgendwas. Alter. Bin nur froh, dass ich die Schaufel. Dein Ernst? Jetzt buddel ich auch noch in die falsche Richtung oder was? Oh Mann, ey. Sorry, wenn ich jetzt gerade echt ein wenig still bin, aber das ist. Einfach nur sprachlos über diese Scheiße. Ich kann es nicht anders sagen, außer diese Scheiße. Es ist echt mein ganzer Gürtel ist leer. Ja, bitte. Wenigstens geht das auf. Aber das ist nicht immer eine scheiß Waffe drin, ey. Da ist ja nichts drin in dem. Was ist denn jetzt hier? Nichts war da drin. So, jetzt greife ich wahrscheinlich noch das Vieh an, bevor ich beim Moped bin. Ich fahre jetzt nochmal kurz rum, aber. Aus- und Einloggen hat auch nichts gebracht, gerade eben. Ne, hier liegt nichts, ne? Hier ist ein Fahrrad. Jetzt zeigt es auf einmal mein Fahrrad an. Fahren vielleicht mal hinter, vielleicht liegt es bei meinem Fahrrad. Kann ja sein, dass da irgendwas liegt. Das ist mir kalt. Okay, da ist mein Bike. Dann nehmen wir das mal mit. Aber hier liegt trotzdem auch nichts, ne? Ich hab doch hier diese Kältemod. Kann ich die irgendwo reinschmeißen? Verändern. Ne, da ist schon alles drin. Verändern. Verändern. Isoliermotor, kann ich die Rüstung? Rüstung verändern? Ne. Da ist noch Platz. Verändern, ja. Machen wir die hier da rein. Aber hier ist nichts, ne? Ne. Hier zeigt es mir auch nichts anderes. Oh, jetzt ist echt mein ganzes Zeug weg, ne? Jetzt ist mein ganzes Zeug weg. Haben wir schon. Ne, ist alles weg. Kann ich machen, was ich will. Es ist einfach alles weg. Muss ich mir alles bauen. Erdbohrer können wir bauen. Können wir nicht bauen. Können wir nicht bauen. Sehr gut. Erdbohrer können wir nicht bauen. Ja. Das war's.
Ja, dann fahren wir mal zum Händler. Vielleicht hat er irgendwas zum Kaufen. Was ist denn jetzt? Oh, bitte, ey, hör jetzt auf. Fahren wir nochmal kurz gemeinsam zum Händler. Gucken, ob der irgendwas Brauchbares hat. Was ist denn jetzt, ey? Und dann machen wir auch Schluss für heute. Ja, ich würde ja gerne, aber ich habe nicht... Wo ist denn jetzt der... Wo ist denn jetzt der Händler? Hier ist der Händler. Alter. Also das ist wirklich... Das letzte Mal, wo das Spiel dauernd abgestürzt ist, das war nicht so schlimm wie jetzt. Und meine ganzen Sachen, die ich mir mühsam aufgebaut habe, auf einmal alle weg sind. Ne? Ja, dann... ja, was bleibt uns übrig? Jetzt habe ich die Ambrosbolzen aber kaputt gemacht, ne? Ja, egal, wir müssen die nehmen, ne? So, pass auf. Ich habe eine Vorräte. So, darf ich den Inventar sehen? Baseballschläger Stufe 2. Wir hatten einen Vierer, ne? Jagdmesser Stufe 1. Doppelläufige Schrotflinte. Wir haben keine Moon dabei. Zement, Pflaster. Jagdgewehr haben wir daheim, ja. Damit könnten wir vielleicht was anfangen. Oh, hier. Du bist gekauft. Eine Eisenspitzhacke Stufe 4 wird gekauft. Definitiv Betonmischung. Wird auch gekauft. Stahlpfeile brauchen wir nicht. Wenn dann brauchen wir Bolzen, ne? Ansonsten hat er nichts. Hat er hier irgendwas? Geschütztürme. Motorrad. Pistole. Särge sind Schatzkisten der Overclipse. Lerne, wie du Säge, Knochen, Schmuck und wertvolle Edelsteine plünderst. Ja, nehmen wir. So. Bisschen Scheiß verkaufen, damit es wieder Geld gibt. So. Den Käse brauchen wir auch nicht. Ja, das war es dann leider. Das war es dann leider wohl. Dann machen wir das so. Und zwar verändern. Zack, zack. Verändern. Zack, zack. Dann kannst du wieder weg. Kannst hier auch erstmal raus. Dann die Armbrust. Was brauchen wir denn? Bolzen. Bolzen. Steinbolzen. Boah, Alter. Wenn wir nur eine Feder haben. Ja. Ja, traurige Geschichte. So. Dann. Ja, so traurig wie es ist. Müssen wir jetzt leider mit dieser Stimmung die Folge beenden. Das tut mir wirklich leid. Ich fahre jetzt erst nochmal zu dem Job hier unten, guck, was da drin ist. Wenn was Gutes drin ist, hole ich euch dazu. Wenn nicht, nehme ich es einfach so mit, fahr zum nächsten Händler, guck, ob ich da noch irgendwas besorgen kann, sodass wir ein bisschen wieder auf unseren Gürtel kommen. Also, dann, ja. Tut mir echt leid. Dann danke ich euch trotzdem recht herzlich, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Euer Morbus LP. Ciao, ciao.